Ja, hallo Leute, von hier, von der Kirchhaus in der Höhe. Da mache ich jetzt eine Fahrradtour hier in Richtung Bergstraße. Da glaube ich, es sind jetzt schon nur 12 Kilometer, 13 Kilometer bergab. No, und dann werde ich mal hier an der Tasche hier rein tun, festmachen. Gucke ich mal, ob ich das filmen kann. So, Handschuhe. Ja, es ist immer noch kälter. Also, Alla, jetzt bergab.
Jo, gehen wir mal langsam hier.
da war ich da ganz oben. Ja, und dann bin ich hier runtergefahren. Ja, weiß ich nicht, wie viele Minuten. Aber bis hier sind es ungefähr 12-13 Kilometer bergab. Und vorher habe ich ungefähr auch so, ja, 10 Kilometer bergauf, bis auf die Spitze zu kommen. Ja, ganz schön. Ja, und jetzt gehe ich mal so an einen See. Der liegt da lang. Okay. Bis gleich. So, jetzt bin ich hier jetzt mal an einem Punkt, wo ich meine Pause mache. Was mir gefällt an diesem Punkt ist, dass die hier hinter mir habe ich gleich die Natur und das ist wunderschön. Das ist ein See, ein Baggersee. Der ist immer noch aktiv, das heißt, der wird immer noch Kies abgebaut. Ja, das sieht man da. Ja, und ich finde das schön. Ja, ja, jetzt mache ich eine Pause, was weiß ich, 20 Minuten oder 15 Minuten, dann fahre ich weiter. Jetzt nehme ich die andere Strecke Richtung Lindenfels. Das ist auch ein hoher Punkt. Da habe ich das letzte Mal habe ich auch ein Video gemacht und da war ich mit meinem Rennrad. Und diesmal bin ich jetzt mit meinem, ja, mit meinem E-Bike, Crossbike, ja. Aber ich bin mit ausgeschaltetem Motor gefahren, ja? Das ist ja einfach nur ja, Energie zu sparen und ein bisschen schwer ist das, aber bin schon daran gewöhnt. Also ich kann gut ohne Motor richtig treten und ja, jetzt mache ich noch ein paar Bilder. So, jetzt bin ich kurz vor Lindenfels, jetzt mache ich die nächste Radtour hier. Lindenfels jetzt. Montag blieben draußen Globen. Au!
So, das ist der Lindenfels. Das ist die höchste jetzt. Jetzt muss ich einfach nur eigentlich jetzt bergab. Das Lindenfels da rechts bei dahinter ist Fürth. Und da wollen wir mal hin jetzt. So.